heute mit Ihnen einfach mal einen Blick wagen auf unser Fastentuch, das auch in diesem Jahr in dieser heiligen Zeit auf Ostern hin hier in der Kirche hängt. Kam neulich eine Frau ganz aufgeregt: Der Blick auf den Gekreuzigten ist mir ja versperrt. Habe ich gesagt, genau das ist der Grund dieses Hungertuches. Auch wenn die Tradition eines Fastentuches in der Stadtpfarrkirche jetzt 4 Jahre alt ist, und vielleicht bin ich aber auch überzeugt, dass es im Mittelalter durchaus hier auch in den Vorgängerbauten die Tradition gab, solche Tücher aufzuhängen, ist es eine uralte kirchliche Tradition. Wir finden die ersten Fastentücher bereits im 9. Jahrhundert. Tieferer Sinn war es, man verhängte vor allem die kostbaren Altäre und man verhängte den Blick auf das Kreuz. Das Verhüllen ist ja auch, wir kennen es in anderen Traditionen, wo das Verhüllen ja auch ein Ausdruck von Trauer ist. Sollte auch ein Verzicht sein in der Fastenzeit, die hinläuft zunächst einmal auf das Geheimnis des Leidens und Sterbens Jesu. Ist uns dieser Heiland genommen? Und es gab sogar im Mittelalter die Tradition, das Hungertuch oder Fastentuch bei der Kommunionbank abzusenken. Und während der Fastenzeit war für die Gläubigen der Blick auf den Altar sogar versperrt. Neben dem leiblichen Fasten sollte sich auch das Fasten mit den Augen hinzugesellen. Und erst am Ostertag wurde das Tuch gehoben und konnten die Gläubigen wieder auch mit den Augen die Eucharistiefeier verfolgen. Unser Blick auf das Kreuz ist versperrt. Jesus ist uns genommen, er ist hingelaufen auf das Geheimnis der Erlösung, das zunächst einmal im Kreuzestod gipfelt. Sehr schnell gab es dann auch die Tradition, nicht nur einfache Tücher aufzuhängen, sondern mit diesen Tüchern eine Botschaft zu verbinden. Ganz am Anfang waren es Passionsmotive, Kreuzwegmotive, Stationen auf dem Kreuzweg, die man ganz besonders auf diesen Fastentüchern darstellte. In diesem Jahr wird uns ein Bild gezeigt des berühmten Priesterkünstlers Sieger Köder. Sieger Köder wird im Schwäbischen 1925 geboren. Er macht zunächst eine Silberschmiede-Ausbildung, studiert dann an der Akademie Kunstgeschichte und Kunst und entscheidet sich mit 40 Jahren noch zum Theologiestudium und wird Priester. Und seine Passion, sein Lebensinhalt wird es, das, was er als Priester lebt und wirkt, immer ganz eng zu verbinden mit der Botschaft seiner Kunst und seiner Bilder. Und vielen von uns ist Sieger Köder ja vertraut durch viele biblische Motive, durch auch andere Motive. Meine Lieblingsmotive sind seine Clowns. Deshalb kann auch durchaus ein Clown mal in der Kirche predigen. Der Sieger Köder hat es uns vorgemacht, was der Clown auch für eine Botschaft uns bringen kann. In diesem Jahr schauen wir auf dieses Bild, die aufreißende Ehre. Und wenn man so, also mir ging es so, als wir es aufgehängt haben und der Raum war ziemlich dunkel, war zuerst die Ehre da. Als es dann hell wurde und am nächsten Morgen ich hinten reinging, da ist mir plötzlich vor allem auch die Hand, die auf dem Motiv zu sehen ist, sehr deutlich in den Blick gekommen. Die Hand, die vom Himmel herabkommt, steht für die Hand des Sämanns, der aussät, aber auch in die Hand des Sämanns wächst es wieder hinein. Es ist die Hand des Schöpfers, aus dessen Hand das Leben auf die Erde sozusagen gleitet und in dessen Hand das Leben auch wieder hineinwächst. Und er ist nicht der, der zuppelt und sagt, jetzt seh mal zu, dass du groß wirst,
sondern ich bin einfach da. Die Hand ist geöffnet, sie ist hinter dieser Ehre, sie ist einfach da. So wie Gott in unserem Leben nie an uns zoppelt, uns nie dahin holt, wo er uns gerne haben will, sondern er ist einfach für uns Menschen da. An uns liegt es jetzt, ihm entgegenzuwachsen, so wie die Ehre. Und Sieger Köder vergleicht es mit einem kleinen Kind. Eltern schenken einem Kind das Leben und dann können sie einfach nur da sein und sagen, hier ist unsere Hand. Wachst du hinein ins Leben, sei du gewiss, wir sind an deiner Seite und wir begleiten dich. Und er symbolisiert diese Ehre, er wächst aus dem dunklen braunen Boden heraus. Dort sind Steine, Wirrwarr zu sehen und das soll andeuten, das Hineinwachsen in unser Leben ist nie einfach, ist nie ein Wachsen ohne Hindernisse, sondern die Ehre musste sich durch den Boden, vielleicht auch durch so manches Geröll und Gestein, was auf diesem Boden lag, hindurchkämpfen. Aber Sie kennen das, also ich habe das einmal ganz beeindruckend auf meinem Pilgerweg nach Santiago de Compostela erlebt, wie Sie durch die Mesetas gehen, trocken, 40 Grad, 25 Kilometer, kein Baum, kein Schatten, nix. Und dann kommt der Morgentau und plötzlich aus dieser dürren Erde wachsen kleine Pflänzchen, brechen sich durch diesen dürren Boden hindurch und sie nehmen plötzlich, wenn sie unterwegs sind, werden sie ganz neu sensibel. Das, was wir so im Alltag dran vorbeirennen, das nehmen sie plötzlich wahr. Das kleine Leben, was sich auch durch diese Dürre und durch diesen harten Boden hindurch kämpft, zum Licht empor. Und wir sind, wir können es interpretieren auf unser eigenes Leben. Sieger Köder interpretiert es auch auf Christus hin. Christus ist der, der das Weizenkorn geworden ist und Jesus greift es ja im Johannesevangelium selber auf, wenn er davon spricht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Und daraufhin interpretiert er sein Leiden und Sterben. Gott gibt dieses Leben und er strebt als das Weizenkorn, das neues Leben schafft, dem Göttlichen auch wieder entgegen. Und auch wir sind in diese Bewegung hineingenommen. Gott nimmt uns nicht das Geröll und das Gestein aus dem Weg, sondern wir müssen uns auch den Unebenheiten des Lebens stellen. Aber wir dürfen gewiss sein, wie die Ehre der Hand entgegenstrebt, so dürfen auch wir hineinwachsen in die bergende Hand Gottes.